Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Und heute gibt es meine aufgebrauchten Produkte. Es ist nicht viel, es sind ein paar Produkte geworden, die ich im Monat März aufgebraucht habe. Und wenn ihr wissen wollt, was ich aufgebraucht habe, wie ich die Produkte fand, dann bleibt dran und schaut bis zum Schluss. Ja, als erstes starten wir gleich mal hier mit Ghoul. Da habe ich die, also im Januar habe ich glaube ich das Shampoo aufgebraucht, jetzt im März, da war nicht mehr viel drin. Ich glaube zweimal habe ich es noch verwendet, dann war das Teilchen auch leer. Die Spülung, die Repair and Balance, Manuka Honig und Milch, finde ich richtig, richtig toll. Also es ist ein wirklich schönes Produkt, gefällt mir richtig gut und würde ich mir definitiv nachkaufen. Dann habe ich hier zwei Deos geleert. Einmal das Dove Original Deo. Das mag ich sehr, sehr gerne. Habe ich auch schon nachgekauft. Das ist einfach so ein schöner, seifiger, sauberer Geruch. Wirklich richtig toll. Und dann habe ich einmal ausprobiert hier von Dove das Pflegegeheimnisse mit Matcha, Grüntee und Kirschblütenduft. Und oh Leute. Also ich habe mich da echt ein bisschen durchgequält. Also der Geruch war manchmal etwas, nicht so toll. Dann habe ich hier einmal aufgebraucht von Dresden Essenz die Lichtglanzdusche. Die ist noch aus dem vorletzten Jahr. Also ich, Duschgel habe ich ja echt nichts mehr nachgekauft. Ich bin immer noch am Aufbrauchen und ich brauche wirklich wenig Duschgel eigentlich. Und ja, also ich habe noch genügend. Aber ganz vergessen zu sagen, tolles Produkt, hat gut gerochen. Ob es mir jetzt nachkaufen würde, also es gehört nicht zu meinen Lieblingsgerüchen. Also da muss ich sagen, da würde ich mir andere eher noch nachkaufen. Ja. Dann hatte ich einmal in einer Rossmann Schön für mich Box. Die hatte ich mal gewonnen hier von Udo Walz. Loffy, Rose und Feige Shine Shampoo. War ganz in Ordnung. Und ja, aber war jetzt nicht weltbewegend. Ich glaube, die sind auch nicht ganz so günstig, die Shampoos. Deswegen würde ich eher ein Ghoul-Shampoo nachkaufen als das hier. Dann habe ich hier einmal aufgebraucht von Isana das Duschöl mit natürlichen Ölen. Und das habe ich nicht zum Duschen verwendet, sondern ich verwende das für meine Pinsel und Schwämme zum Saubermachen. Weil gerade Foundation-Pinsel damit richtig, richtig gut sauber gehen, weil hier Öl drin ist und Öl bricht Make-up auf und dann geht das ratzfatz sauber, danach nochmal mit einer Seife, damit halt dieses Ölige aus den Pinseln raus ist und funktioniert richtig, richtig gut. Allerdings muss ich sagen, das Isana werde ich mir nicht nachholen, weil mir der Duft nicht gefallen hat. Ja, also der ist irgendwie so ein bisschen komisch. Ja, dann habe ich hier einmal aufgebraucht von Garnier mein Clean and Fresh Augen-Make-up-Entferner. Ein All-Time-Favorite von mir, wird immer wieder verwendet und immer wieder aufgebraucht. Dann habe ich hier von Kiehl's das Herbal Infused Micelle Cleansing Water aufgebraucht. Und da muss ich sagen, es holt das Make-up nicht komplett runter. Also, ich erwarte irgendwie vom Micellenwasser irgendwie was anderes. Ja. Dann habe ich hier einmal aufgebraucht einen Toner aus der Sun Tzu bei Isana Reihe. Das ist dieser Korean Aqua Therapy mit Hyaluronsäure, Aloe Vera und Cherry Blossom. Ja, war ein ganz gutes Produkt. Es ist ein gutes Produkt, aber ich wüsste jetzt nicht, was es an meiner Haut getan hat, dass die Haut jetzt dadurch besser gewesen ist. Also, ja. Na, also, kennt ihr das? Also, es ist nice to have, aber es fehlt jetzt auch nicht, ne? Und ja, deswegen wird sie eher nicht nachgekauft. Ja, dann löst sich dieses Teilchen hier irgendwie auf. Das ist von Douglas, so ein Schwammapplikator. Deswegen, der ist unbrauchbar. Also der war auch nicht an irgendeiner warmen Stelle oder zu heiß gewaschen oder so, sondern der löst sich einfach halt hier auf. Ja, aber diese Schwammapplikatoren mag ich eigentlich sehr, sehr gerne. Gerade wenn man so Glitzertöne aufs Auge aufträgt, sind die richtig, richtig gut. Und mein anderer von Yves Rocher löst sich auch gerade auf, was ich auch nicht so nice finde. Verwendet ihr diese Applikatoren? Wenn ja, welche habt ihr? Mit welchen habt ihr richtig gute Erfahrungen gemacht? Schreibt mir das unbedingt mal unten in die Kommentare, weil ich bin echt auf der Suche nach einem neuen. Ja, dann habe ich hier von Chisanda das
Parfüm Body Cream aussortiert, weil die zieht irgendwie nicht ein. Der Duft ist so, ja, nicht so wirklich meins und deswegen kommt das weg. Dann, was ich auch irgendwie, ich glaube, das war schon der, weil ich nicht weiß, ob der eher nach Pfefferminz riecht, nach schlechter Pfefferminze oder keine Ahnung, auf jeden Fall brennt der auch auf den Lippen und ja, das ist dieser Becker Glow Gloss in Rosé Gold und ja, den musste ich mir wieder runter machen, weil der hat so stark gebrannt und vor allem, ich hatte den ja auch schon mal drauf, als ich den neu hatte und da hat er nicht so gebrannt, also war nicht so toll. Dann habe ich hier zwei Kajalstifte oder beziehungsweise Eyelinerstifte aufgebraucht. Das ist einmal der Calligraph und der It's Easy Tattoo Liner. Muss ich gerade mal gucken, welchen ich besser fand. Die waren eigentlich ziemlich gleich. Also es sind die zwei Stifte hier. Und die Spitzen, also das ist der Calligraph und das ist der Tattoo Liner. Also wirklich, ich finde die Catrice Eyeliner eigentlich richtig, richtig gut und ich müsste mir den einfach mal wieder nachkaufen. Ich glaube, der Tattoo Liner war der bessere. Ja. Dann habe ich drei Nagellacke aufgebracht, beziehungsweise Base und zwei Topcoats. Und da habe ich hier einmal von Microcell diese kleine Probe hier aufgebracht. Also es ist noch ein bisschen was drin, aber das ist so zäh, das kriegt man nicht mehr raus. Und ich verdünne Nagellack oder ja, Nagellack nicht mit Nagellackentferner, glaube ich, verdünnt man den, weil es macht für mich irgendwie keinen Sinn. Und dann habe ich hier einmal den Good to Go Topcoat hier aufgebracht. Da ist auch noch ein bisschen was drin, aber da kommt man mit dem Pinsel nicht mehr hin. Und der ist auch recht zäh, also den kann man auch, wenn man den so kippt, kann man doch oft so noch so an den Produkt rankommen, aber das geht auch nicht mehr. Und hier einmal den Speedsetter, genau das gleiche. Da kommt unten nicht mehr wirklich hin und er ist auch recht fest schon. Ja. Genau. Ja, dann haben wir noch ein paar Masken. Hier habe ich einmal von Shabens die Hydrogelmaske aufgebracht. Das ist ja so eine Zwei-Phasen-Maske, die man sich praktisch selber anmischt und dann aufträgt. Ist so eine richtig coole Konsistenz, gefällt mir richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, gibt es die noch? Schreibt mir das mal in die Kommentare, ob es die noch gibt, weil vielleicht hole ich mir die nochmal nach. Dann habe ich hier von Müller, von der Body and Soul Wellness-Reihe, diese Mousse-Maske aufgebraucht. Und es war auch... Das ist so ein richtig tolles Gefühl auf der Haut, weil die wirklich so weich wie so eine richtig schöne Mousse ist. Richtig toll, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann habe ich von Isana die Botanical Chiasamen und Brokkoli Maske aufgebraucht. Auch die fand ich richtig gut. Also hat schön die Haut mit Feuchtigkeit versorgt, hat eine richtig tolle, also so ein richtig tolles Hautgefühl hintergelassen. Hat mir sehr gut gefallen. Genauso gut hat mir gefallen hier diese Sun Tzu Maske, fand ich auch richtig gut, also besser als der Toner. Und dann habe ich hier aufgebraucht die Panda Tuchmaske, ja, die war ganz in Ordnung, auch jetzt nichts Berauschendes. Dann habe ich einmal von Balea die pflegende Hydrogel Lippenmaske aufgebraucht. Da muss ich sagen, man gibt die auf. Dann tut man sie runter nach der Einwirkzeit. Dann ist es so 5 Minuten richtig toll. Und dann ist es wieder wie vorher. Also wenn ich mir einen Lippenbalsam auftrage, habe ich den gleichen Effekt. Nur muss ich dann nicht so lange meinen Mund halten oder kann nichts trinken oder so. Ja, dann auch hier aufgebracht von Balea die Hydrogel-Gesichtsmaske. Auch hier muss ich sagen, habe ich jetzt nicht wirklich einen Effekt gespürt. Ja, fand ich nicht so toll. Und dann habe ich hier einmal aufgebraucht von Sephora die Aloe Vera Maske, die Handmaske. Ja, da wir momentan sehr, sehr oft die Hände gewaschen haben. Also momentan bin ich ja im Homeoffice, da muss ich nicht ganz so oft waschen, weil ich nicht draußen unterwegs bin. Und ja, meine Hände waren richtig, richtig, richtig trocken. Also wirklich so richtig trocken. Also ich meine, man wäscht sich auch sonst, ne, oft die Hände, aber...
Irgendwie hat man sich noch öfters die Hände gewaschen, muss ich sagen, und viel, viel gründlicher und viel, viel länger irgendwie. Und ja, das tut den Händen nicht gut, ne? Und da brauchte ich einfach eine Maske, die wieder Feuchtigkeit und Leben in die Hände bringt. Und ja, jetzt sind meine Hände wieder einigermaßen in Ordnung. Und ich verwende auch von O'Keeffe's diese Handcreme, die Working Hands, dieses Pöttchen ist das ja, die ist richtig gut. Die, wenn ihr euch abends auf die Hand auftragt, dann habt ihr den ganzen Tag richtig, richtig schöne Hände am nächsten Tag. Wirklich tolles Produkt. Ja, das waren jetzt alle aufgebrachten Produkte für den Monat März. Wieder ein paar Produkte, die ich aufgebracht habe, aussortiert habe. Und ja, so geht es natürlich die nächsten Monate weiter, weil, wie gesagt, mein Hauptaugenmerk liegt wirklich noch darauf, aufzubrauchen statt neu zu kaufen. Ich muss aber auch sagen, ich habe mir, glaube ich, irgendwann mal ein Limit gesetzt für Kosmetik oder so. Da muss ich jetzt sagen, da bin ich so ein bisschen weg, weil ja, man möchte sich trotzdem auch irgendwie noch was gönnen. Und ja, ich versuche aber wirklich, das alles im Rahmen zu halten, mir gut zu überlegen, ob ich das Produkt wirklich haben möchte oder nicht haben möchte. Und ja, ihr habt es ja, glaube ich, in meinem Haul gesehen. Aber ich glaube, der Haul kommt erst noch. Also ihr seht, was ich mir in meinem Haul, was ich mir gekauft habe. Schaut auf jeden Fall vorbei. Und ja, wenn ihr das Video nicht verpassen wollt und noch kein Abonnent von meinem Kanal seid, dann klickt doch hier auf den Abonnier-Button. Dann kriegt ihr das nächste Video auf jeden Fall wieder mit. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!